ja, ich habe halt einfach viele. Ich habe nahezu alles gemacht und verbessert, was man nebenher machen kann, als ich nicht live war. Damit, weil ich, mir wurde gesagt, ich, dieses Rumlaufen und nichts tun, während ich da Sachen sammle, ist extrem anstrengend für viele. Deswegen, guck mal, das ist der Flammenwerfer, den habe ich jetzt verbessert. Verbesserte Eisdorn, warte, was ist dann? Verbesserte Schmiedefeuer, verbessert, ach, eine Sturmschleuder. Ah ja, okay. Ganze Nebenquests und so habe ich, ich habe ein paar Nebenquests und so habe ich auch gemacht. Weil die Nebenquests in diesem Spiel ja auch eigentlich nur aus renne hierhin und töte das und renne dann wieder ganz lange zurück besteht. Und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd, das im Livestream alles zu machen. Deswegen habe ich das so gemacht. Du hast mich noch nie welche mal. Das passiert hier nebenbei. Ey, will ich gar nicht ansprechen. Hau ab. Das passiert, wenn ich zum Beispiel so hier so laufe und dann mache ich so das Menü auf. Und jetzt stelle ich gerade Pfeile her. Das passiert also nebenher. Ich bin da richtig professionell unterwegs. Aha. Gut, oder? Wie ich das mache. Damit habe ich sogar dich mit verarscht. Siehst du mal. Das ist, weißt du, das ist die Kunst des Entertainers in Form eines Streamers. Die Leute dürfen gar nicht mitbekommen, wie gut du eigentlich bist. Du musst es einfach machen, weißt du? Nur die Pros wissen, wie gut ich eigentlich bin. Übelst professionell, gell? Jetzt rate mal, wie ich im Bett bin. Alter, ich bin da so... Also mit mir Sex haben, Leute, ist so, wie ich meine Pfeile herstelle. Ich bin da, aber du spürst nichts. Sei einfach vorbei, weißt du? Es fängt an und zack, ist vorbei. So schnell und präzise geht es bei mir, weißt du? Ich lade nach, das habt ihr noch gar nicht mitbekommen, dass ich überhaupt angefangen habe, so schnell bin ich da. So läuft es. Kannst du mal die Schweizer fragen, die wissen, wie schnell ich bin. Ja, Anna, tut mir leid, wenn du dir danke für die Geschenke, liebe Paddy. Wenn du dir ein langes, ausgiebiges Sexleben mit mir erträumt hast, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das ist schnell und sehr einseitig. Aber brutal. Das kann ich sagen, brutal, sehr brutal. Ich lebe nach der Devise, Hauptsache ich hab Spaß. Also ich kann auch anders, aber ich finde, es wirkt weniger wie Vergewaltigung, wenn die Frau es gar nicht wirklich mitbekommt, weißt du? Dafür kann ich mehrmals hintereinander und das auch verbal. Weißt du, das ist dann tatsächlich, ja. Weil wenn eine Frau das gar nicht mitbekommt, kann sie es nicht als Rapen zählen, weißt du? Das ist so schnell vorbei, da sagt selbst die Polizei am Ende, da war gar nichts gewesen. So muss das, weißt du? Das ist meine Art der Tarnung. Ich beflecke euch ja sowieso. Ich habe ja da so mein ihr kennt ja die Theorie. Also ich weiß nicht, wer sie noch nicht kennt, meine Springbrunnen-Theorie, der darf das bitte kurz reinschreiben. Dann erkläre es nochmal, ansonsten die länger da sind schon, die wissen das ja. Weil ich wiederhole mich ja alle paar Monate. Ich bin wie ein Bot, alle paar Monate rede ich denselben Scheiß. So läuft es. Boah, ich bin weit oben. Hier, so sieht's in der Schweiz auch aus. Berge, Schnee, mittendrin ein Weg, seltsamerweise, der geräumt ist. Keiner weiß warum, weil da nur ein so ein Appenzeller wohnt. Sieht er mich? Du hast ein Abo. Nein, ich sehe... Oh, danke, Paddy, für das Abo steht da. Tatsächlich. Dankeschön. Lieb von dir. Oh, Bussel auf deine Nussel gehen raus. Nein, ich... das Problem ist, Paddy, Dinge, die in TikTok passieren,
Die werden mir zwar angezeigt bei meinem TikTok-Live-Studio, aber ich kriege keine Benachrichtigung. In Twitch zum Beispiel kriege ich Benachrichtigungen in Form von Sounds und Einblendungen, beziehungsweise kann ja jeder von euch auch Sounds einspielen. Das kriege ich mit. Aber TikTok ist da noch so ein bisschen hinterher. Hä? Was ist der Plan jetzt? Was willst du jetzt von mir? Achso, runterfallen lassen. Och, ich mag diese Viecher nicht. Scan den mal. Wo ist er denn? Oh, das sind die beschissensten Gegner in dem Spiel. Schwäche, Eis. Ah, die sind so kacke. Wo ist er denn hin? Ach, ein Turm ist da auch. Oh, shit, ey. Dann sollte ich vielleicht erst den Turm ausschalten, oder? TikTok-Shoot. Nee, du machst es ja mit dem Handy, gell? Aber es gibt halt für den PC ein... Das ist so, nennt sich TikTok Studio. Das ist ähnlich wie... ich bin ja nicht direkt in Twitch live. Ich bin über TikTok Studio live. Das ist eine Software auf dem PC, mit der du quasi auch deine Games und so streamen kannst. Und das nutze ich dafür. Und da kriegst du aber keine Benachrichtigungen, weil das einfach... Also ich könnte es schon einrichten, aber da ich auch auf Twitch live bin, würde mich das nur verwirren, wenn ich 30 Benachrichtigungen bekomme. Und normalerweise ist es tatsächlich so... Ich weiß, dass du keinen PC hast. Du hast nur 4 vergoldete Tablets auf... Aua! Ach du Scheiße, macht der viel Schaden. Normalerweise kriege ich auf TikTok sowieso nichts. Ist das dein Ernst, Lee? Warum schießt denn das Ding nicht, hä? Ich bin gleich wieder ansprechbar, wenn dieser unfassbar brutale Kampf vorbei ist. Alter, der trifft halt immer, egal was ich mache, Sachen. Aber seht ihr das oben links? Meine Leben füllen sich auf. Ich habe nämlich, ich trage eine Rüstung, die meine Leben wieder ansteigen lässt. Bringt mir hier bei dem Gegner gar nichts, weil der unfassbar Schaden macht. Alter, der hat eine Reichweite von 80 Kilometern. Scher dich weg, du Teufel! Is to go even further beyond. Dankeschön, dass du einen Sub verschenkt hast, obwohl du selber gar keinen hast. Ich glaube, du hast dich gerade verklickt, aber dankeschön. Du hast jetzt einen
Du hast jetzt einen Sub, also ein Abo verschenkt und nicht dir selber eins gegeben, falls du das jetzt mitbekommen hast. Ich verdiene an beiden dasselbe, aber... Trotzdem, Denkli. Danke. Danke. Aua! Ja, schieß halt daneben. Digga, die wird halt immer getroffen, egal was ich mache. Oh, der hat gesessen. Burning Attack! Oh. Oh. And this is to go! Even further beyond! Dankeschön, jetzt hast du offiziell ein Abo bei mir. Vielen Dank. Jetzt kriegst du so besondere Smileys und so Zeugs und hast dir offiziell das Recht erworben, mich beleidigen zu dürfen. Ich überlege gerade, ob dieses Lagerfeuer hier nicht intelligent wäre, wenn ich das hätte. Für zukünftige Dinge. Nein, nur jetzt. Das brauche ich später noch. Das brauchen wir später noch, eventuell. Das war brutal. Das war wirklich brutal. Ah, guck mal an. Das ist nämlich auch eine Trophäe. Alle Monster gesehen haben, aber hier fehlen noch genau zwei. Das sind doch so komische Büffel. Und der Gargoyle oder was das ist. Du hast keins, nee. Du hast nämlich auch kein Abo, aber du kannst mir auch kein Abo geben, weil du bist erst 19 Jahre alt. Nee, du kannst ja noch kein Geld ausgeben in Twitch. Deswegen verzeih ich dir das, dass du nicht dein gesamtes erspartes Geld in mein Gesicht reinpumpst. Weißt du, wenn ihr mir genügend Geld geben würdet, ich würde mein Gesicht sogar umoperieren und mich zur Frau machen lassen. Nur für euch. Weißt du, ich würde es machen. Ich bin so. Ich mache alles für Geld. Ich bin voll die dreckige Hure. Eine kleine Flachsrakete eingebaut. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Bitte nicht. Naja, untenrum bleibe ich ja männlich. Also konstant, steif, männlich bleibe ich untenrum. Das ist gar kein Problem. Also da wird keine Frau und eventuell Mann, je nachdem, wo ich mal lande im Suff, wird dann enttäuscht sein. Mein Gesicht nicht. Da bist du, glaube ich, aber die Einzige, die findet, dass ich mein Gesicht so lassen sollte. Gibt ein paar Kandidaten hier, die würden mich bestimmt schöner finden als Frau. Na, eigentlich lag das nicht an meinem Gesicht, dass ich so gut ankam da drüben, Angie. Das lag an meinem Charakter. You know it? Charakter. Lagerfeuer entdeckt. Sehr gut, das wollte ich. Dann ist das schon mal Sache. Und dann gehen wir jetzt wieder dahin und machen fertig die Quest. Du redest von meinem Penis! Der blieb brav in der Hose drin. Und selbst wenn ich ihn raushol, dann nur zu Zwecken der Bildung natürlich. Angie, du hast ja keine Ahnung, was ich sexuell machen musste, um die Grenzbeamten zu bestechen. Weißt du, das ist ja gar nicht so einfach. Es ist auch echt nicht nett, dass du jetzt da in der Wunde nochmal rumbohrst. Ja, ich muss ja erstmal zeigen, auf was für eine Augenhöhe ich mich mit den Leuten unterhalten kann, weißt du? Darum geht's ja. Hab ich 16 Blauglanz, dann kann ich ja neue Waffen kaufen. Ist ja perfekt.
Warte mal, hier ist doch so ein Händler, oder? War hier nicht gerade noch so ein Händler? Da. Es gibt nämlich noch einen Bogen. Ach, das habe ich. Okay. Hier, es gibt den Bogen. Der macht aber nur Elementarschaden. Und dann gibt es hier noch den Snipe. Nee, das ist... Hä? Das ist doch der... Jetzt muss ich mal kurz... Lucky Cookie machen muss ich! Keiner weiß, was Phase ist. Nicht alles und jede Begegnung bei mir endet in Sex, Angie. Ist so. Außerdem würde ich doch damit prahlen. Warte, habe ich nicht jetzt... einen neuen Fertigkeitspunkt? Nein? Darf ich das nicht haben? Boah, der macht 70 standardmäßig. Wie geht es jetzt mit, Hä, wie kann ich denn jetzt die Modi... Ah, so. Modifizieren. Okay, jetzt muss ich dich noch ausrüsten irgendwie. Wo ist er denn jetzt? Nee, du bist nicht das, was... Da. So! Boah, jetzt ist der normale Bo auch besser! Ob ich das diskutieren will? Angie, warum ist es dir so wichtig zu wissen, ob ich Bumsi Bumsi gemacht habe oder nicht? Tobi, danke fürs Folgen, obwohl du mir eigentlich schon lange folgst. Hallo, mir geht's gut und dir? Ich sehe TikTok schon wieder nicht. Ich habe TikTok schon wieder nicht auf dem Schirm. Angie, wollen wir das? Willst du das wirklich jetzt mit mir ausdiskutieren? Ich bin, das ist nicht wichtig, aber obviously. Gar nichts ist obviously. Was bitte ist denn obviously? Woran machst du denn das jetzt obviously? Ob ich Bumsi Bumsi hatte oder nicht? Das kannst du gar nicht wissen oder riechst du sowas? Du redest wirres Zeug. Wärme ist ein seltenes. Halt, speichern wollte ich noch. Aber Emanuel. Oder meinst du, weil ich so gut drauf bin? Glaubst du, dass der... Oder bist du gerade wieder im Gym und erzählst den Leuten vom Spiegel schon wieder mein Sexleben? Wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Das Alter! Also erstens saß ich nicht schnell im Auto, sondern wollte ja schon vor Ewigkeiten. Das war einfach spontan. Ich bin ein spontaner Mensch. Ich würde auch woanders hin spontan fahren, außer wenn 8 Stunden Fahrt vor mir stehen. Dann nicht. Dann ist mir das zu weit. Aber so... 2,5 Stunden ist ja nicht weit weg. Das kann man ja mal machen. Also das ist nicht das Kriterium. Daran, also, da kann man das nicht dran festmachen. So, jetzt gehen wir dahin, wo es kein Zurück mehr gibt, laut der Alten. Mehr als 3 Stunden. Das weiß ich gar nicht mehr. Der Bubi hat auf jeden Fall
ein ultra spannendes und tolles Wochenende gehabt. Das muss man auf jeden Fall sagen, ja. Der hat wirklich Spaß gehabt. Also bist du bereit? Oh. Ich weiß, dass du nicht von dir redest, weil du wohnst 7 bis 8 Stunden von mir entfernt. Achso, es geht, ist schon mal besser als beim letzten Mal. Da warst du ja wieder endlich unser Aufstieg. Ganz weit unten. Aber 3 Stunden, ich weiß gar nicht, wer das hätte gewesen sein können. Durch. Jetzt, Bruder! Meinst du ein Profi? Ach, was soll's. Ich nix wisse. Aber Schweiz ist halt wichtig, weil ich brauche die Schweizer Leute als Ort, wo ich Basislager habe für die Berge. Dass ich da mal eine Woche Urlaub machen kann. Nee. Die Schweiz ist schön, ja. Der Georgie bekommt mich auch zu sehen. Ich werde ja jetzt, habe ich mir fest vorgenommen, wieder mehr Sozialkontakte haben. Liegt auch ein bisschen daran, dass Twitch derzeit nicht so lukrativ ist, wie es sein sollte. Und ich davon, da habe ich mehr von, wenn ich ein Sozialleben habe, als jeden Abend hier zu sitzen am Wochenende. Deswegen habe ich Wochenende wahrscheinlich wieder mehr Zeit. Du siehst ja, auch ich kann über die Kriegen wir schon hin. Grundsätzlich Sozialleben, ich weiß nicht, was du da redest. Das ist doch voll komisch. Mein Sozialleben besteht aus YouPorn. Und meinem Auto. Und Twitch. Bin halt auch ein bisschen sozial behindert, das muss man schon aussagen. Hier, einfach rüber. 20. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12 seit ich hier schon. Ja, ein paar sozial. Was? Sozialkontakte habe ich ja so. Hier auch bei mir jetzt. Aber was ich zum Beispiel schon nahezu gar nicht mehr mache, ist irgendwelche Leute sehr nah an mich ranlassen. Das ist so automatisch so ein Ding, wo ich schon irgendwann anfange zu blocken. Ah! Ja, außer es gibt Ausnahmen, aber das eine Ding ist, es ist halt einfach was. Weiß ich nicht, das hat sich einfach spontan so ergeben. Ich wurde quasi überrumpelt, weil ich im TikTok live war und da ist mir eingefallen, ich könnte ja mal wieder die Asu besuchen. Und dass ihre Schwester zufällig, das war Zufall, dass die im Live war. Und jetzt hat natürlich die Schwester das Problem, die sieht halt auch noch gut aus, weißt du? Und natürlich ein weibliches Wesen, das gut aussieht, wird von mir natürlich direkt auf allen Ebenen sexuell belästigt. Das ist ja, steht außer Frage. Oh, das wird. Ja, sag ich doch. Für mich war das am Anfang Asus Live, weil da kannte ich dich ja noch gar nicht. Ach scheiße, jetzt habe ich sie alle gegen mich. Mach mal was, alter dicker Mann. Boah, der ist ja wirklich stark. Der kann ja richtig was, der alte dicke Mann.
Irgendwie macht der Bogen weniger Schaden als der andere. Kann das sein? Ah, scheiße. Scheiße! Komm hier nicht mehr weg. Hilfe! Hau ab! Wir höher klettern, offenbart sich uns der Weg. Woher weißt du das? Natürlich, weil ich mit dir mein erstes Mal hatte. Aber ich hätte eigentlich gedacht, das sind so private Sachen, B-Box, die du bitte jetzt nicht herausposaunst. Weißt du, es muss nicht jeder wissen, wann ich mit wem mein erstes Mal und wieso und wie schlecht ich da war. Weißt du? Es gibt noch ein paar Frauen hier drin in dem Live, die sich Hoffnung machen, mit mir Sex zu haben. Und wenn du das jetzt schon wieder rausposaunst, dann wissen die alle, ich bin unerfahren, ich rieche unten rum streng. Man hat wieder keine Bock auf mich. Geht mir auf den Sack. Weißt du? Der B-Box hat einen kleinen Pimmel. Keiner sollte mit ihm Sex haben. So. Ja, ja, so sieht's nämlich aus. Du alte Natasha Bedingfield, du. Ich glaube ja, dass die Angie gerade wieder im Gym ist und vorm Spiegel steht. Und wieder ihre Muscles begutachtet. Ja. Das ist immer schön. Die Angie, weißt du, die ist jemand, die macht wirklich viel für sich und ihre Gesundheit. Und dann droppt sie einmal im Monat eine Sache, die sie gerade neu macht oder die sie gerade aktiv macht. Und auf dieser Sache hänge ich mich dann wochenlang auf und mache immer wieder denselben Witz drüber. Und das finde ich einfach extrem lustig, obwohl es total dumm ist. Aber so läuft es hier zwischen uns. Aktuell steht sie posend vorm Spiegel und betrachtet ihre Muscles. Ja, und das feiert sie überhaupt nicht, dass ich den Witz mache, weil... Und es ist einfach die Wahrheit. Das ist das Problem, das sie hat. Jeder weiß es, dass sie vorm Spiegel steht, nur mit so einem ärmellosen Tanktop, weißt du, und dann einfach mal Bizeps und Trizeps vorm Spiegel zeigt und diese ganzen Kerle neben ihr einfach übelst beeindruckt sind, wie sie beim Bankdrücken die Bänke selber drückt. Weißt du, das ist bei ihr Gang und Gäbe. Aber ich feiere das, ich finde das gut. Soll sie ruhig ihren Körper perfektionieren. Ist ja schon nahe der Perfektion, aber kann man immer noch ein bisschen... Finde ich gut. Leid. Am Endeffekt kommt dann noch die Operation und dann ist es geschafft. Oh. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten. Was, du hast dich bei ihr bedankt für die Umarmung? In welcher Form? Meinst du jetzt verbal danke? Müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schatzlosen Schamane. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Wir haben alle so Zeug unter den Haut. Unter der Haut. Wir diesen Weg nehmen. Das Haut in der drin. Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich habe verstanden. Jetzt folgt mir. Ich sehe halt echt aus wie eine von ihnen jetzt schon, gell? Ich habe mich voll gut angepasst. Integration kann ich. Was soll das, hä? Oh, ich hasse es, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe. Das verstehe ich doch nicht. Nee, ich gehe den... Ich glaube, ich gehe den vorsichtigen Weg. Vorsichtigli! Da drüben lang dann, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass wir dann... uns nicht durch die Mittli kämpfen. Ihr müsst mal warten, wenn ich irgendwann mal in Polen oder so war, was ich dann so versuche für Sprache rauszuhauen. Mein. Wir stehen jetzt sicherlich Wachen, aber vielleicht bleiben wir unbemerkt. Ah! Don't do this. Wie komme ich jetzt darüber? Gar nicht, okay. Manche Gefahren lauern versteckt. Achtet
Fall um! Und jetzt stirb! Vermaledeit! Amreckli! Ja. Das war leicht. Aber meine lieben Freunde, die Angie, die ist Single, die könnt ihr anbaggern. Ich gebe euch gerne ihre Nummer. Habe ich noch? Hab gerade nachgedacht. Und ihr Instagram. Für das blaue Licht. Was für ein blaues Licht? Oho! Oh oh, die werden beschossen. Warte, machst du jetzt gerade einen Scherz oder bist du wirklich asexuell? Ich hab nämlich, da muss ich aufpassen, weil es gibt wirklich Menschen, die so sind. Die das gar nicht als Scherz meinen, sondern die haben wirklich keinen Sex und wollen auch keinen. Muss ich jetzt aufpassen. Ich möchte nicht in ein Fettnäpfchen treten. Wäre er etwas schneller? Sag mal, hier sind überall Feinde. Also, ich hab mal eine in... Ah, also wirklich, ne? Ich hab tatsächlich mal eine in Tinder, hat die mich gematcht. Und die hat mir dann so nach ein bisschen Palabarababa, irgendwann fragt man ja doch, hey, warum bist du hier, bla bla. Und dann meinte die, ja, sie sucht halt einfach neue Freunde und Kontakte. Fand ich schon merkwürdig, weil wer benutzt eine Fick-App, um Freunde zu finden? Finde ich schon seltsam. Dann habe ich halt nachgefragt, ja hä, aber auf Tinder... Auf Tinder wirst du keine Freunde finden, sondern nur Schwänze, die dich begatten wollen. Ja, und dann meinte sie, nee, nee, sowas macht sie nicht, weil sie halt wirklich asexuell ist. Und die hat einfach keine Lust, kein Interesse und sie hat einfach aktiv... Die hat keinen Sex... Ah, ich habe den Trailer leider... Nein, das habe ich vergessen, weil ich ja dann einfach ins Ausland gefahren bin. Aber ja, das ist schön, dass du mich daran erinnert hast. Danke. Muss ich noch machen tatsächlich, sorry. Also es gibt wirklich... man glaubt es nicht, aber es gibt Menschen, die jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob das... irgendwie geschlechtlich in dem Sinne bedingt ist. Oder, ob die wirklich freiwillig sagen, sie haben einfach keinen Bock. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass die sich einfach bewusst dazu entschieden hat, zu sagen, ich brauche keinen Sex, ich will keinen Sex. Naja, das heißt ja heutzutage nichts mehr. Hm.
Und da war ich wirklich, also ich habe auch keine Ahnung, also